Frühling in Kaiserslautern. Live rocken ab heute mit diesen Themen. Mallcheck. So geil wie versprochen, wir schauen es uns an. MC Fitti. Kollegin Flada trifft ihn gleich in der Kamga. Und Everything Will Be Fine bei Lars im Kinotipp. 100 Jobs, Food Court und ein großräumiges Flair im K in Lautern. In den ersten Tagen strömten riesige Besuchermassen in das neue Shopping Center. Auch meine Kollegin Luisa war dort und hat sich die Mall für euch angeschaut. Wie ihr sicherlich schon alle mitbekommen habt, hat das K in Lautern seine Pforten geöffnet und wir schauen uns das jetzt mal für euch an. Das K in Lautern bildet mit 100 Geschäften verteilt auf ca. 21.000 Quadratmetern die neue Mitte Kaiserslauterns. Die Einkaufspassage kann in puncto Design mit seiner besonderen Architektur überzeugen, wie beispielsweise die Glasrotunde mit Brunnen. Liebevolle Details lockern die Einkaufsatmosphäre auf. Wir finden, dass das Design insgesamt stimmig und modern wirkt. Doch was meinen die Besucher? Richtig modern, finde ich richtig schön, gefällt mir. Also, dass es hier so viele Pflanzen rumstehen und dass es nicht so steril ist, also das finde ich eigentlich schon gut gemacht, ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, es sieht alles irgendwie so, ist alles hell und irgendwie fröhlich auch so ein bisschen und von außen ist es auch ziemlich bunt oder relativ bunt und ich finde einfach, ich weiß nicht, mir gefällt es einfach, ja. Mit ihren zahlreichen Shops bietet die Mall Einkaufsmöglichkeiten für Jung und Alt. Während die Bereiche Textil und Gastronomie zahlreich vertreten sind, fehlt leider beispielsweise ein Elektroladen. Dennoch ziehen die vielen neuen Konzepte für Kaiserslautern viele Besucher in das Einkaufszentrum. Der Food Court hat uns mit seiner Vielfältigkeit überzeugt. Es gibt Essensmöglichkeiten aus verschiedenen Ländern für den großen und kleinen Hunger. Wie hat's euch geschmeckt? Das war der Wahnsinn, also war wirklich cool. Ja, sehr gut. Ich habe so einen Burrito probiert, aber der war für sein Geld was eigentlich nicht so wert. Also es war nicht so. Massagestühle und viele Sitzmöglichkeiten laden zu einer kleinen und gemütlichen Pause vom Shoppen ein. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das K in Lautern eine echte Bereicherung für die Innenstadt ist. Gut finden wir auch, dass sich die Geschäfte der Mall und der Fußgängerzone unterscheiden. Jedoch sind 3 Friseurgeschäfte für ein Einkaufszentrum zu viel und auch die Parkmöglichkeiten sind leider nur begrenzt. Insgesamt gefällt uns die Mall sehr gut und ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Und damit zurück zu Max. Danke, Luisa. Im K in Lautern gibt es mit Sicherheit auch die ein oder andere Stelle, die für unseren Musikgast perfekt zum Abcornern wäre. Kommt vielleicht noch. Vorerst war er in der Kammgarn und Flada war dabei. So, ich stehe gerade mit dem MC Fitti in der Kammgarn mit der Käppi, der Sonnenbrille und Vollbart. Welche Augenfarbe hast du überhaupt? Wir wissen es gar nicht, die Leute. Ja, verrätst du das? Ja, klar, ich habe da kein Geheimnis. Laserneon. Ah, Laserneon, hab ich mir fast schon gedacht, ne? Ja, ist halt gefährlich für die anderen. Damit wird infiziert. Aber hier, hast du schon unser Catering gesehen? Ja, sieht lecker aus. Oh, warum liegt denn überall Stroh? Nee, also hier, ich wollte euch mal ein bisschen so hier den Schuppen zeigen, ne? Dass ihr hier ja, war ich gerne. Noch nie vorher. Ich bin hier vorhin ein paar Stunden rumgerannt, habe mir alles genau angeguckt, habe mich sehr dolle informiert und bin hier sozusagen mittlerweile zu Hause. Ja, aber zuvor noch nie in Lautern gewesen? Nee, noch nie. Ich freue mich auch hier zu sein. Ja. Als wir hier mit dem Bus reingefahren sind, habe ich auch aus dem Fenster geguckt und fand es auch sehr interessant, weil ich habe immer von Kaiserslautern, von meinem Kumpel gehört, von Moskau. Der hat immer davon erzählt und ich war hier noch nie. Ich konnte gar nicht damit anfangen. Ja, ich glaube ja. Also sah sehr nett aus. Hier sieht es ja auch sehr nett aus. Ja. Ja, das ist sozusagen, wenn du sowas in Berlin findest, dann ist das dann dein Loft. Dann kannst du da einziehen. Cool. Hier ist nämlich, wie gesagt, unser Catering. Ja. Hier gibt es ein Messer. Damit kann man das Brot schneiden oder das Brötchen. Ja. Hier, Ingwer-Eistee. Das ist wichtig. Kann man mal trinken. Hast du dich heute schon bedient? Hast du gut ja, ich habe mir schon Tee gemacht vorhin. Ich habe ja leicht belegte Stimme, ist ja bei dem Wetter so ganz normal. Ne? Ja. Hab aber auch schon Käffchen. Willst du ein Käffchen? Nee, danke. Möchte einer ein Käffchen?
Iso, Käffchen. Ja. Hier, guck mal, da kann man eine Tasse drunter stellen. Dann drückt man hier, guck mal, vorsichtig, die Kamera hier, guck mal. Wer ist das? Stell mal vor. Was macht er hier? Kaffee trinken? Das ist MC Iso, das ist mein persönlicher Assistent, zuständig für die Atmo. Erster Assistent. Erster. Erster persönlicher für die Atmo. Ja, Iso ist einfach immer mit dabei und ist dabei. Was würdest du machen, wenn der dir so während der Tour nachts ein Bart abrasiert? Wäre die Freundschaft beendet? Das ist eine Frage. Ich glaube, ja, kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee? Nee. Also, das Ding ist, dass ich ihn ja immer wecken muss. Dass er ja immer durchschläft, weil er schnarcht ja auch so laut. Nee. Nee. Der liegt in seiner Koje immer, ich liege hinter eine Koje dahinter und dann immer, wenn ich durch bin, dann sehe ich immer seinen Hintern mit dem Maurer-Dekolleté, und dann renne ich da immer gegen, ey. Okay. Ne, ist so. Ist so. Kannst du nichts machen, ey. Hier hinten ist die Oberschaltzentrale, müsst ihr mal rüberkommen. Ohne diesen Schalter würde hier gar nichts laufen. Weil das ist die Hauptaggregatmaschine hier. Mhm. Da sieht man ja den Kupferdraht. Der lädt sich dann auf. Du drehst hier zweimal links, dreimal rechts. Und dann geht die Sau ab, Alter. Okay, gut zu wissen, ne? Ja, nur mal so für nebenbei. Ja, klar. Gut. Hintergrundinformationen sind immer ziemlich wichtig, ne? Ja. Na, hier eine Glastür, welche geöffnet ist zurzeit. Kann man aber auch zumachen. Das ist hier. Wie erklärst du dir das? Das ist die Kollegin. Die Kollegin, die ist gerade sehr aufgeregt, weil wir jetzt hier ein Interview führen und versteinert sich dann immer so ein bisschen und bewegt sich nicht, hat keinen Bock. Ist ein bisschen verkrampft, ne? Ja, irgendwas ist mit der los. Vielleicht musst du mal wieder. Schon, ne? Ja. Vielleicht hängt der Schlüpper in der Ritze. Hier ist die Halle. Wow. Hier ist die Halle. Hast du bei der Kulisse mitgearbeitet? Ja, klar. Sieht auch nach guter Arbeit aus. Das ist top. Traue ich nur dir zu. Das ist meine WG. Das ist die Reise-WG. Aha. Du siehst jetzt hier nur vorne natürlich. Vor meiner Haustür spielt sich das Spektakel dann meiste Zeit ab. Mhm. Aber hinten in der Wohnung, da ist auch schon immer da. Das kann ich gar nicht wiederbringen, was da passiert immer. Okay. Da wird abgecornert. Das ist hier zum Drücken. Das ist das Lichtpult und das ist das Tonpult. Kennst du auch so? Ich kenne mich super aus. Nee, gar nicht. Das ist nämlich das Licht und das ist das Ton. Jetzt können wir mal wie so eine kleine Entenfamilie hier die Treppe, hier diese Rampe hoch. Ja, ne. Wie eine Entenfamilie. Alle hinterher. Quark, 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 quark. So. Ja. Cool. Hier fühlst du dich wohl, ne? Ja, hier ist ja wie zu Hause, ne? Ja. Hier ist unsere Bank. Der Corner, kannst du dich mal setzen, wenn du möchtest. Sitze mal hier. Und hier verbringst du. Na, hier verbringen wir die Tage dann so. Ja. Ja, wenn der. Also vor dem Auftritt schon und dann auch während des Auftritts und nach dem Auftritt auch sitzen wir eigentlich immer hier. Das ist unsere. Ist ja ganz gemütlich. Unsere Corner hier. Ja. Ja, der hat schon gut gelitten. Die hat auch schon eine Menge erlebt, die war die das für extra Corner. So gemacht? Oder ist na, das hat sie, ich hab immer mit der Zeit ergeben? Mit der Zeit. Also ich habe immer so dann auch Besuch aus verschiedenen Städten von Freunden und so und die kommen dann und dann setzen die sich auch hier hin und dann kritzeln die und so und machen und hacken und sowas. Das hat sich alles so entwickelt. Komm mal hier. Kann man da nach reingehen? Oder lässt du mich? Komm, wir gehen mal kurz rein. Aber ihr müsst draußen bleiben. Ja. So. Oh. Ich bin im Schlafzimmer. Ha! Hi! Da sind wir. Es ist saugemütlich. Na total, ne? Ja. Cool. Anderes Fenster. Hier ist der DJ immer, der Zwegertmann. Der ist, glaube ich, gerade duschen. Den können wir auch noch gleich mal in der Dusche besuchen. Ah, ne, da ist er. Oh, da ist er. Hier, guck mal. Hi. Hier, das ist der Zwegert, ne? Der scratcht hier wie ein Wildgewordener. Mhm. Und macht und tut. Und hier sind ja auch über die ganzen Notizen hier alles vollgeschmiert. Freunde haben immer so ein bisschen auch mal was dagelassen. Cool. Und wisst ihr, was das Wichtigste ist? Das hier. Finger weg. So, Ruhe im Karton. Im Entenmarsch, im Entenmarsch, im Entenmarsch, im Entenmarsch. Wenn du das schnell sagst, klingt das irgendwie
Im Entenarsch. Im Entenarsch. Ba 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 la ba ba la ba 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 ba. Tee. Mhm. Ketten für irgendwelche Spielchen. Okay. Mein Schal, mein roter, den ich mir vom Pfand gegönnt habe. Aha. 5 Euro kostet. 5 Euro bei. Und dann hier ist noch so ein super Backstage. Auf geht's. Oh, hängen geblieben. La 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 la. Hier ist nochmal das Rad der Zeit. Wenn du irgendwas mal vergessen hast oder so, kannst du hier zurückdrehen. Okay. Und dann schwuppdiwupp. Zum Fertigmachen hier kann man sich noch verkleiden und so. Hier werden Sachen ausgedruckt und hier wird sich im Spiegel angeguckt und geschminkt und alles, ne? Jetzt liegt hier eine schöne Brille. Oh, guck mal die denn hier. Oh, woher kommt die denn? Zufällig. Und die soll ich jetzt unterschreiben? Wäre ganz cool. Und dann verschenken wir die. Ja. Dann habt ihr eine Chance, die zu gewinnen bei unserer Verlosung. Einfach mal auf liveherumab.de vorbeischauen und dann sich informieren. Ne? Ja, würde ich sagen. Also so, wo unterschreibe ich denn mal hier? Ist hier im Eck. Da auf der Ecke, wa? Ja. Ziemlich cool aus. Würde ich auch gerne haben. Wie findest du die? Willst super. Du dich so anziehen? Willst du die mal kurz anziehen? Nee. Nett? Okay. Setz du mal auf. Und? Läuft. Läuft. Wann kommt der McFitty-Burger raus? Weiß ich nicht. Habe ich mir noch keinen Gedanken gemacht. Hm. Aber sag's Bescheid dann. Ja, dann McFitty. Da weiß ich echt nichts drauf zu sagen. Geile Antworten auf unsere Fragen, aber mit der letzten haben wir ihn dann doch noch rangekriegt. Mal sehen, vielleicht gibt es den Burger ja bald. Ob euch Lars mit unserem heutigen Film im Kinotipp auch rankriegt? Mal sehen. Wie ein Glück. Komm her. Guten Abend. Wir hatten fast einen kleinen Unfall an der Straße unten am... Wo ist Nicholas? Wo ist Nicholas? Was ist passiert? Ich habe jemand überfahren. Was wollen Sie hier? Wenn ich was für Sie tun kann, Ihnen helfen... Ich glaube, ich fange wieder an zu schreiben. Als Thomas mit seinem Auto auf einer verschneiten Landstraße unterwegs ist, passiert das Unvorstellbare. Den kleinen Jungen, der auf einem Schlitten den Hügel hinunterfährt, bemerkt der Schriftsteller nicht, woraufhin das Kind tödlich verunglückt. Sein kleiner Bruder Christopher überlebt den Unfall, wenn auch mit einem Schock und einer traumatischen Erinnerung. Doch auch Thomas leidet jahrelang später darunter und verfällt in einen depressiven Zustand, woran die Beziehung zu seiner Freundin Sarah scheitert. Um aus diesem emotionalen Tief wieder herauszukommen, fängt Thomas wieder an zu schreiben und als er schließlich mit seinem Werk Erfolg hat, blickt er erneut an jeden unheilvollen Tag zurück. Kate, die Mutter des Kindes, gibt ihm jedoch keine Schuld an dem Unfall und hilft ihm sogar noch, das Erlebte zu verarbeiten. Mithilfe einer neuen Familie gelingt ihm Jahre später der erste Schritt zur Besserung, den nach all dieser Zeit auch Christopher erreichen möchte und deshalb beschließt, Thomas zu besuchen. Ich mochte Ihre beiden Bücher, aber das Neue könnte noch besser werden. Sie wollten noch etwas für uns tun. Er muss ein paar Dinge für sich klären. Er kann mit mir reden, wann immer er will. Es gibt da ein Kapitel, in dem der Mann einen Jungen auf seinen Schultern trägt. Bin das ich? Niemand hat mich je so verletzt wie du. Ich hab dich beobachtet, wie du der Frau geholfen hast. Du hast so gelassen. Zieht sie raus! Geht dir nie was unter die Haut? Ich wünschte, ich könnte das, was passiert ist, ungeschehen machen.
Mit dem bereits auf der Berlinale dieses Jahres gezeigten Film gelingt dem deutschen Regisseur Wim Wenders die Verknüpfung von klassischem Drama mit modernen 3D-Elementen und dies ohne weitere Spezialeffekte. Der Film bietet somit eine stärkere Nähe zur Handlung, wodurch der Fokus intensiver auf den Protagonisten liegt und somit die herausstechende Darstellung der internationalen Stars spürbar in den Vordergrund rückt. Dies ist auch sehr wichtig, da durch Zeitsprünge die Charaktere und ihre Entwicklung über einen Zeitraum von 12 Jahren verfolgt werden. Die lebendige Szenerie, in der man der Hauptfigur, gespielt von James Franco, folgt, überzeugt durch langsame Kamerafahrten und ruhigen Einstellungen, in denen die Personen scheinbar jeden Bezug zur Normalität verlieren und deshalb in ein seelisches Tief verfallen. Schauspielerisch überzeugt von der prominenten Besetzung jedoch am ehesten Charlotte Gainsbourg in der Rolle der trauernden Mutter, die auf eine ganz eigene Weise ihren Frust verarbeitet als der verschlossene Schriftsteller. Alles in allem stehen in Wenders Film Motive und Elemente der Vergebung, der Schuld und der Verdrängung im Mittelpunkt, die auch ohne lautes Drama vonstatten gehen. Besonders unterstützt wird der Film durch die Musik von Alexandre Desplat, der mit Grand Budapest Hotel dieses Jahr einen Oscar für seine grandiose Komposition erhielt. Unser Fazit also, Everything Will Be Fine ist durch seine 3D-Kunst und seinem klassischen Drama ein bemerkenswerter und zugleich bizarrer Film, der allerdings an der geringen Dynamik des Geschehens schwächelt. Unsere Bewertung sind also 4 Punkte. Den Kinotipp sowie alle Infos zur Sendung gibt's wie immer auch zum Nachlesen bei uns im Netz auf liveforrockenab.de. Das war's von uns für heute. Macht's gut. Tschüss.